Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online Tournament 2015. Es geht weiter mit Electric Games gegen Rockman. Electric Games mit seinem Sylvanisch Deck, Rockman mit einem Yosenyu. Klammer auf, werdet ihr noch häufiger sehen im Turnier dieses Thema. Also Yosenyu, nicht ja, Sylvanisch. Yosenyu war im Turnier so minimal overused. So, Lalik 3-0, dessen Effekt die Sylvaner gekonnt umgehen. Hatten wir ja jetzt. Und da kam der Erlass. Und auf der Deck liegt nochmal ein Pilz. Trollololololol, sag ich. Oh, die Mills sind dann schon wesentlich stärker. Mhm. Die sind sogar verdammt heftig, die Mills. Die Prison fliegt weg, Ryo fliegt weg. Na, Holger der Waldschrat. Und da ist Lusatan. Ja gut, das noch gemacht, weil das konnte. Und das war auch gar nicht so schlecht, sonst hätte er gleich zwei Lone Fires abgekriegt. Trotzdem hat Electric Games hier ein ziemlich sauberes Board aufgebaut. Und dafür Rockman noch durchzukommen, ist schwierig. Da kommt Tal der Toten. Im Main? Und er. Wieso hat er das geändert im Main? Keine Ahnung. Ah, wie auch immer. Bis gleich zur zweiten Runde. So, weiter geht's. Dieses Mal fängt Rockman an. Er hat Makrokosmos auf der Starthand, was den Sylvanern ziemlich wehtun dürfte. Aber der hat einen MRT. Und gleich blind aufs richtige Target gefeuert. Jawohl, ja, läuft. Oh. Jeder Game gehabt. Ja, da wurde jetzt nicht so toll gemildet, um nicht zu sagen, gar nicht. Allerdings kann sich Rockman über sein Blatt auch nicht beschweren. Schrägstrich hätte gekonnt. Ja, das Buch ist ziemlich gut. Ja, gegen die Yosenyu ist das sogar extrem mächtig. Lol. Und da kommt die Vanity und das ist der Mittelfinger im Gesicht. Jo, und da ist noch die Tanky. Jawohl, läuft. War schon vom Pilz geprägt, aber diesmal lag da tatsächlich keiner. Ja, aber hätte es ja sein können, deswegen muss man aufpassen. Hätte können, ist nicht. Warum er den Wunderdung jetzt nicht gespielt hat, ist mir auch irgendwie schleierhaft. Weil den Zug überlebt er nicht. Nee, irgendwie nicht. Womit es 1-1 steht. Hm. Bis gleich. Ja. Oh, entscheidende Runde. Electric fängt wieder an. Und wieder mit dem Pilz. Rockmans Blatt ist ja auch geil. Ja, der hat halt der Toten im Main Deck. Aber dieses Mal überlebt der blöde Pilz nicht. Die Mills sind nicht von schlechten Eltern. Mhm. Warum auch immer die es mit Stufe 1 wiederbelebt hat. Ja, weil er jetzt auf den Rang 1 gehen möchte, wahrscheinlich. Ja, das wird's sein. Tja, das war wohl nix. Das hätte er mal vorher machen sollen, sag ich. Ja, das war gefehlt. Andererseits ist jetzt auch die, Ding... Nee, ist sie nicht. Die geht einfach kaputt. Oder? Geht sie das? Nein, geht sie nicht. Lecker Magician targeten ist ein bisschen doof. Hier, ist nicht so toll, die Karte als Effekt... die Karte als irgendwas zu targeten. Mhm. Entsprechend ist der Bounce-Effekt gegen Slacker Magician ziemlich nutzlos. Und für den natürlich auch. Sauberer Hard-Counter gegen Yosenyu. Ja, über den kann man mit schierer Power drüber gehen. Das ist wohl wahr. Und schiere Power hat er gerade in einem Zug aufs Board gelegt. Und Kerngogon und Rhapsody, jawoll. Ja, da ist deine schiere Power. Mhm. Und Lone Fire, die könnte es jetzt wieder rumreißen. Lol. Ja, du gehst immer durch alle Lone Fires durch. Ja, ich hätte nur nicht drei erwartet, egal. So, und da ist Kerngorgon at its best. Jo. Effekt einfach mal umgeleitet. Und nix mit Wunderdünger.
Aber das ist, jetzt sind sie ein bisschen in eine Pattsituation reingeritten. Aber der Top-Deck, aber der nächste Top-Deck wurde Dünger. Und da kam die getoppte Bottomless. Und nix gab's mal wieder. So, jetzt ist auch die Slacker endlich. Weil geht weg. Ja nur einmal pro Zug der Effekt. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Jo. Nee, das war's. Womit dieses Match an Rockman geht. Ja. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Bis dahin, ciao. Ciao. I'm gonna go get some.